Ich weiß, das ist... Boah, meine Güte. Nur Leichen. Überall sind Leichen. Guckt euch das an. Alle tot. Wir sind auch auf 16.000 Bevölkerung runter. Boah. Wir brauchen auch kein einziges Gebiet, ne? Also im Moment ist echt Holland in Not. Ja, ich weiß, dass schlechte Gesundheit ist. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt tun soll. Ich kann ja nicht 1000 Krankenhäuser bauen. Die werden ja auch gerade schon wieder gesund. Also es bessert sich ja anscheinend. Aber trotzdem liegen hier Milliarden Leichen in der Stadt rum. Ach nee, sind auch schon weniger geworden. Die kommen hinterher, so langsam. Okay, das war jetzt krass. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Kriegt der überhaupt jetzt noch was rausgesaugt? Weiß man nicht, ne? Eigentlich hat er ja gar kein Wasser. Ich könnte jetzt das Ding umziehen. Ja, das macht ja auch nichts. Das umziehen? Anschließen ans Netz. Dann saugt das da raus. Dann können wir den definitiv auch weiter umziehen. Und dann haben wir mehr Platz. Geringer Bodenrichtwert, ja, das ist, kann ich dir glauben, wenn da Überschwemmungen sind ohne Ende. So, verfügbarer Strom und alles ist natürlich jetzt hochgeschossen wie Sau, weil es steht ja alles leer, wie man sehen kann. So, aber langsam, ja, das ist da, es ist wieder auf Plus gegangen. Gesundheit ist jetzt auch wieder viel, viel besser geworden. Ah, nee, Krematorium. Und Gesundheit, okay, wir haben noch einige Kranke, aber es sind nur noch 1000 zu viel. Puh, was war das für eine Epidemie? Hm. Aber wir können die Chance nutzen, sag ich jetzt einfach mal. Ich möchte eigentlich nicht so viel Industrie haben. Eigentlich möchte ich gar keine Industrie haben. Sollen wir die wegmachen? Weiß ich jetzt gar nicht gerade. Ja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist sie okay da hinten. Ach, lassen wir die erstmal. Brauchen wir eh erst eine andere Idee, was wir hinmachen könnten. Wie sieht das mit der Verschmutzung aus? Ist das jetzt besser geworden hier? Ja, also geht zumindest von der Küste weg. Sehr gut. Ich könnte auch den See verschmutzen und das da ganz hinten hinballern. Das interessiert mich eh nicht. Darf ich mal, einmal kurz... Okay, das muss ich am Tag machen, sonst sehe ich überhaupt nichts. Ich ziehe mal einfach die Budgets runter. Ist ja eh egal, glaube ich. So ungefähr auf 60. Ja, doch. Oh, jetzt haben wir zu wenig Strom. Alles klar, verstanden. Zack. Reicht? Ah, so gerade eben. Machen wir auf 80. Zack. So. Jetzt ist alles eigentlich im grünen Bereich. Sehr gut. So, was sagt die Gesundheit? Wir kommen der Heilung der Kranken näher. Krematorium hat jetzt... Hat's geschafft, jawohl. Alle sind verbrannt. Okay, es ziehen wieder Leute in die Stadt. Das war ja jetzt krass. Ich glaube, ich werde wirklich... den ganzen Dreck so hier wegspülen dann später. Rohre und Strom ist ja schon vorgesorgt. Und dann könnte man gucken, ob man hier vielleicht wirklich, auch wenn es sehr dunkel ist gerade, vielleicht, weiß ich nicht, eine kleine Tourismusecke mit reinbringt oder so. Ziehen wir das Ganze mal schon mal um. So, einmal. Strom ist da, müsste also jetzt direkt abfließen. Und dann ziehen wir den nächsten um. Zack, so. Zweimal Abwasser. Und das sieht jetzt bestimmt total toll aus, wie so langsam der Dreck da hinten hinfließt. Ich mache mal einfach kurz Pause. Und gönne mir den Spaß, alles umzuziehen und dann mal zu gucken. Zack. Ach, das kostet natürlich auch wieder alles, ne? Ui, nicht so gut. Wir haben ja im Moment nicht wirklich viel Geld. Achso, wo
Boah, sind da viele ausgezogen, beziehungsweise gestorben. So, mal einmal Strom so ziehen. Umzugskosten nur 500, das geht aber noch. So, Wasserverfügbarkeit. Ich weiß nicht, ist das jetzt gerade durch den Umbau oder? Eigentlich sind wir ja auf Pause. Das dürfte den gar nicht interessieren. Was ich hier tue, erst wenn ich wieder weiterspiele. So. Und weg mit dem letzten. So. Dann Röhrchen. Okay. Dann. Oh. Das war falsch. So. Verschmutzung. Play. Bam. Da fließt die Drecksbrühe in den tollen Bergsee. Okay. Passiert. So, ich hoffe, es ziehen schnell neue Leute ein, damit unsere Ausgaben weiter sinken. Müllverbrennung können wir eigentlich auch mal runterziehen, beziehungsweise Müll im Allgemeinen. Ups. So ist er halbwegs okay und unser Budget ist nicht so belastet. Ja, das passt schon. Jetzt müssen wir einfach darauf hoffen, dass halbwegs schnell Leute einziehen. Aber das tun sie auch mehr oder weniger. 9000 minus pro Woche noch. Jetzt müssen wir das Abwasserbudget schon fast wieder erhöhen. Zack, mal so ungefähr. Ja, so reicht erstmal für ein Weilchen. Ist natürlich alles kaputt gegangen, ne? Die ganze Industrie, alles. Jede Dienstleistung. Alles kaputt durch die Epidemie. Ich weiß auch echt nicht, wie es kam. Wahrscheinlich war irgendwie Schmutzwasser oder sowas zurückgelaufen oder so ein Spaß. Die könnten wir auch irgendwann entfernen und dann da irgendwie ein schönes Dörfchen drauf bauen. Das sieht total bescheuert aus und ich schäme mich dafür. Naja, kann man ja vielleicht noch dran arbeiten oder man startet mal eine neue Stadt oder so, wo man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was man tut. So, 8000 noch. Das sieht aber nicht ganz so gut aus. Also da müssten eigentlich schneller neue Bürger kommen. Im Moment machen wir zu viel Minus noch. Müllverbrennung könnte man jetzt auch wieder hochziehen. Ein Stück, aber das sind da erstmal alles nur Ausgaben. Strom kann ich noch ein bisschen runtersetzen. Krematorium könnte ich auch. Ah, aber das ist ja bei Gesundheit mit bei. Ne, Gesundheit will ich echt nicht kürzen im Moment. Das war zu angsteinflößend. Heilungsverfügbarkeit jetzt ist echt gut. Oh, was? Abwasserklärung. Was? Wieso? Weshalb? Warum? Habe ich schon wieder Mist gebaut. So besser? Oder ist es am liegt's am Strom? Es lag am Strom, okay. Ich lasse das jetzt so. Ich lasse das jetzt so und hoffe. Oh Gott. Die Ausgaben. Aha. Wir haben gleich kein Geld mehr. Wir kommen gleich ins Minus. Ich muss ein Darlehen aufnehmen. Wir kommen damit aber nicht lange hin. Ich hoffe, dieses Darlehen überbrückt uns die Zeit, bis wieder Leute in der Stadt sind und Steuern zahlen. Und dann können wir das Darlehen zurückzahlen. Es kommen ja 300 pro Woche ungefähr. Und es tickert ja auch schön runter, die Ausgaben. Das Minus pro Woche. Wenn wir wieder 40.000 haben, haben wir wahrscheinlich kein Problem mit Geld.
Die Basis ist ja da, die Infrastruktur ist gegeben.